und herzlich willkommen zum zweiten Video. In dem Video wollen wir etwas für die Arme machen, für den Oberkörper. Es sind auch wieder nur kleine Übungen und es gilt genauso wie im ersten Video. Bitte achtet auf euch selber, macht die Übungen so lange, wie ihr selber nur wollt oder die Wiederholungszahl passt ja eurem Empfinden an. Und natürlich passt auf euch auf, immer wieder. Ihr seid für euch selber zuständig und ihr wisst am besten, was euch gut tut. Deswegen gibt es keine Wiederholungszahlen von mir, sondern ihr müsst individuell bitte wieder schauen, dass ihr die Übung dann so oft wiederholt, wie ihr das gerne hättet. Was wir brauchen auf jeden Fall ist gleich eine Flasche Wasser. Dreht die richtig gut zu, ansonsten gibt es immer ein Dilemma. Aber die kleine Flasche Wasser können wir einfach als kleines Hilfsmittel benutzen, um ein paar schöne Übungen zu machen. Wir fangen aber ganz entspannt an. Ich muss mal gucken, wie das hier passt. Und kreisen die Arme nach hinten. Das ist ganz einfach eigentlich. Beide Arme nach hinten kreisen. Man kann also erstmal mit einem Arm anfangen, nach hinten kreisen. Und den zweiten Arm auch. Nach hinten ist mir ein wenig lieber, weil wir eh alle immer so ein bisschen eher nach vorne geneigt sind. Lieber nach hinten kreisen. Aber nach vorne ist genauso wichtig. Auch hier mal die Arme nach vorne kreisen. Oder auch nochmal nach hinten. Was ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn wir jeweils einen Arm nach vorne und einen nach hinten kreisen. Das ist so ein bisschen schwieriger, aber es ist eine schöne Übung. Das ist immer am einfachsten, finde ich, wenn man oben startet und ein Arm geht nach vorne und einer nach hinten. Und dann lässt man es einfach laufen. Manchmal muss man gucken, ob man das wirklich richtig macht. Man hat nämlich oft ein Gefühl, dass es richtig ist, ist aber gar nicht. Einfach mal ausprobieren. Oder mal unten starten. Oder im Wechsel. Seht ihr? Mein Fehler schon. Zack. Fange ich lieber oben an. Oben starten, im Wechsel. Die Arme kreisen. Genau. Super. Prima. Bei der nächsten Übung könnt ihr schon mal die Flasche dazu nehmen. Wir nehmen einfach eine Wasserflasche, jeder kann entscheiden, ob 0,1, 0,5 oder 1 Liter. Aber guckt einfach mal, wie ihr es schafft. Und wir kreisen die Flasche um den Körper. Einmal nach rechts herum, einmal links herum. Wir können ein bisschen variieren, mal die Flasche um die Beine kreisen oder wie eine 8 hin und her reichen. Denkt dran, mein Tempo ist nicht vorgegeben. Sondern ich mache das jetzt gerade in meinem Tempo. Ihr dürft natürlich euer Tempo anpassen. Das kann auch alles viel, viel langsamer oder auch viel schneller gehen. Genau. Nochmal einmal um den Körper kreisen. Und dann hat man da auch schon eine schöne kleine Übung für die Arme. Gut. Als nächste Übung kann man auch solche Übungen machen. Die kennt man vielleicht noch aus dem Fitnessstudio. Für den Bizeps, erst eine Seite, für den Deltamuskel. Hier kann man auch alle möglichen Bewegungen machen, die man so kennt. Oder auch nach hinten für den Trizepsmuskel. Natürlich immer wieder auf beiden Seiten. Nicht nur eine Seite trainieren und die andere vergessen, sondern immer beide Seiten. Gut, als nächste Übung nutzen wir aber auch nochmal, dass wir hier von hier unten mit der Flasche nach oben gehen. Die Übung hatten wir bei dem Bein schon mal, aber wir nutzen jetzt einfach die Flasche nochmal mit dabei. Genau, super. Dann die Flasche einmal auf Brusthöhe vor euch festhalten. Und dann ganz schnell von rechts nach links schütteln. Dadurch kommt ihr so ein bisschen ins Wackeln. Wichtig ist es, dass der Körper nicht mitwackelt, sondern wirklich den Oberkörper festhalten und nur die Arme schnell von rechts nach links hin und her schütteln. Durch die Bewegung müsst ihr versuchen, den Oberkörper schön stabil zu halten und festzuhalten. Das ist eine tolle Übung für die Rumpfstabilität. Geht auch über den Kopf. Seht ihr das? Ich glaube, ich muss mal einmal in eine Etage tiefer gehen. Das geht dann auch so. Da
dann muss ich mich jetzt auch konzentrieren, dass mein Kopf nicht mitwackelt. Und ich auch schön stabil bleibe. Oder das geht auch hier an der Seite. Dass man dann sagt, die Flasche schütteln wir, aber der Rumpf bleibt stabil. Oder auch hoch und runter. Und dann merkt man schon seine Muskeln und dass man am Ende wahrscheinlich was getan hat. Und auch hier wieder, auch auf der anderen Seite bitte die Übung machen. Und jeder so oft, wie er kann. Und ihr merkt, ich bin auch schon aus der Puste. Das ist schon ein wenig anstrengend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und ja, versucht es doch mal und denkt dran, Flasche zudrehen. Ansonsten gibt es ein Dilemma.